Im Weserbergland gibt es viel Landwirtschaft. Deshalb freuen sich auch die Bauern in Negenborn, dass sie jetzt eine eigene Brücke bekommen haben. Extra für den landwirtschaftlichen Verkehr. Super. Ja, wir haben jetzt hier eine nagelneue Brücke und meinen wunderschönen Mähdrescher. Und die beiden, die passen nicht zusammen. Die Brücke wurde extra für den landwirtschaftlichen Verkehr gebaut. Und wir kommen da nicht rüber. Na, wollen wir doch mal sehen. Ja, vielleicht noch einen Zentimeter nach links. Nein, rechts. Sie sehen ja, das wird hier nichts, ne? Wir fahren uns die Räder kaputt und die Reifen. Ja, shit. Passt einfach nicht. Das ist dem Straßenbauamt in Hameln ja auch unangenehm. Aber die Planung für die Brücke ist auch schon so lange her. Vor 10 Jahren haben wir im Prinzip gemeinsam festgelegt, welche Breite die wirtschaftsfähige Brücke haben soll. Das ist dann genehmigt worden und wir haben nicht noch mal darüber gesprochen, ob sich was verändert. Leider hat sich was verändert. Die Mähdrescher sind breiter geworden. Konnte ja keiner ahnen. Die Brücke ist 3,50 Meter breit. Und der Mähdrescher blöderweise 3,49 Meter. Plus Reifenwulst. Das hätten die Landwirte den Planern ja ruhig mal sagen können. Letztendlich wissen wir als Planer ja nicht, was genau dort an Geräten eingesetzt werden soll, welche Erntemaschinen. Leider kann man die Brücke auch nicht mehr verbreitern. Finden die Landwirte natürlich nicht so gut. Guckt euch diese schöne Brücke an, wa? Da müsste sich mal so ein Ingenieur draufsetzen. In die Kanzel müsste mit dem Ding mal rüber. Rüberzuckeln, ne? Ja. Nee, mit dem Ding zuckelt da keiner rüber. Aber das Straßenbauamt hat schon eine tolle Idee. Ist die neue Brücke für 120.000 € zu eng, fährt der Mähdrescher eben außen rum. So wie vorher.